Freunde, die Steamulation Ultimate Gen 2 und auch die One in der zweiten Generation kommen bald raus. Ich habe sie schon vorab, konnte mir sie angucken, konnte herausfinden, was neu ist, was besser ist und was sich generell verändert hat. Und das erzähle ich euch heute alles in diesem Video. Aber erstmal die Cinematics. Die Steamulation Ultimate ist noch nicht mal ein Jahr draußen und schon kommt der Nachfolger. Das ist natürlich spannend, vor allem wenn eine Pfeife Ultimate heißt und man denkt, okay, wir sind bei der ultimativen Pfeife angekommen. Und dann geht aber doch noch ein bisschen mehr. Und was da noch so alles drin steckt, das gucken wir uns heute an. Aber erstmal ein paar Basic-Infos zu der Pfeife. Preislich hat sich erstmal nichts verändert. Die Steamulation Ultimate in der Vierschlauch-Variante kostet immer noch 399 Euro beziehungsweise 430 Euro, wenn man noch die Kristallglas-Bowl dazu haben möchte. Und die Steamulation One, also die Einschlauch-Variante von der Ultimate, kostet immer noch 340 Euro beziehungsweise 360 Euro, wenn man da die Kristallglas-Variante dazu haben möchte. Allerdings gibt es jetzt sogenannte Upgrade-Sets. Die kostet für die Vierschlauch-Variante 50 Euro und das Upgrade-Set für die Einschlauch-Variante kostet 30 Euro. Warum und was da drin ist und was das kann, erkläre ich euch gleich alles noch. Beide Pfeifen sind 51 cm hoch. Die Ultimate Gen 2 wiegt 3,8 Kilo und die Ultimate One. Da fehlen zwar ein paar Bohrungen, aber dafür hat sie ein paar Schlauchanschlüsse weniger, wiegt 3,75 Kilo, also schon ein ordentlicher Klopper. Das Release-Datum von den Pfeifen ist leider zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ganz klar. Ich pinne euch aber unten einen Kommentar an, wo dann nochmal drin steht, wann die Pfeife wirklich kommt. Und sollte sich die jemand von euch bestellen, würde ich mich sehr drüber freuen, falls ihr noch den Code SWG mit eingibt. Dann kriegt ihr kostenlos noch einen Schlauch und ein Mundstück von Steamulation dazu, was normal 40 Euro kosten würde. Und ihr supportet mich noch ein bisschen, weil ich eine kleine Provision für die Verkäufe bekomme. Also da ein dicker Kuss, wie immer, an jeden, der den Code mit eingibt. Das ist wirklich unglaublich geiler Support. Und natürlich gucken wir uns die Pfeife gleich nochmal anhand von unseren ganz normalen Review-Punkten an. Das heißt Verarbeitung, Materialien, Qualität, Optik und Design inklusive dem Blow-Off, gefolgt von dem Rauchverhalten, für mich der wichtigste Punkt und das alles am Ende nochmal in ein Fazit. Aber erstmal machen wir einen schnellen Rundown von den ganzen Features, die diese Pfeife hat. Weil da gibt es einige. Die Feature kennt ihr zum größten Teil schon, weil wir sie schon aus vergangenen Generationen von Steamulation-Pfeifen kennen. Aber natürlich sind die auch dann in der Ultimate im Facelift-Modell mit drin. Das erste wäre das Moon Gravity. Da hatte ich euch im letzten Video zu der Ultimate noch eine Grafik eingeblendet. Die zeige ich euch jetzt auch gerade nochmal. Im Kurzformat erklärt, Moon Gravity sorgt dafür, dass wir die Kugel beim Ziehen nicht mehr aktiv hochziehen müssen, sondern sie abgelegt wird und sich dadurch der Durchzug deutlich besser anfühlt, als das bei anderen Vierschlauchpfeifen der Fall ist. Dann haben wir natürlich auch, wie bei jeder Steamulation-Pfeife, das 360-Grad-Klick-System. Heißt, wir müssen nicht irgendwie mit einem Gewinde die Pfeife aufschrauben. Wir ziehen einfach den Ring an der Base runter und können die Pfeife einfach abnehmen, genauso auch beim Auflegen. Wir legen die Pfeife auf, ziehen das runter, lassen die Base runtersacken, lassen den Ring los und schon ist die Pfeife fix auf der Bowl montiert. 360 Grad kommt übrigens daher, dass man das Ganze hier drehen kann. Das geht nicht ultra einfach, weil das schon relativ gut sitzt. Aber wenn man an die Base packt, kann man das hier auf jeden Fall easy drehen, falls mal der Schlauch, oh, der hängt jetzt hier ein bisschen im Bild. Das möchte ich nicht, will, dass der jetzt schön nach hinten weghängt. Und dann kann man da einfach an der Base drehen. Und für mich persönlich ist es genau der richtige Druckpunkt. Weil wenn man ein kleines bisschen hier an den Schlauch kommt, dann dreht sich da erstmal nichts. Aber wenn man einfach an der Base dreht, funktioniert es, ohne dass sich die Bowl irgendwie droht mitzudrehen oder so. Und für mich persönlich ist das einfach genau der richtige und perfekte Punkt, der da getroffen wurde. Weil manche Leute sagen immer, aber dreht sich ja gar nicht, wenn man hier am Schlauch zieht. Also wenn du es provozierst, dreht sich das Ganze schon. Aber mich persönlich würde es, glaube ich, eher nerven, wenn sich die Base immer mitdreht, wenn ich auch nur ein kleines bisschen an meinem Schlauch ziehe oder sowas. Das heißt, da für mich perfekt gelöst. Und natürlich haben wir auch bei dem Facelift-Modell das Expansion-Set. Heißt,
Wir können, wenn wir möchten, die Pfeife ohne viel umzubauen, hier unten noch ein paar Ringe montieren und die Pfeifen dann auf Steckboards benutzen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite das komplette 360-Grad-Klicksystem mit allen seinen Vorteilen und wenn wir dann noch zwei O-Ringe reinschrauben, können wir die Pfeife auch wieder auf alle Steckboards packen. Das ist, muss ich sagen, der eine Punkt, wo ich mir gewünscht hätte, dass Stimulation da nochmal angreift. Ich sage es nochmal, meine perfekte Lösung, die ultimative Lösung wäre für mich gewesen, wenn ich es auf dem 360-Grad-Klicksystem benutzen kann und ohne irgendwas zu verändern, auch auf eine Steckball packen kann. Ich weiß nicht, ob man das technisch lösen kann oder wie man das technisch lösen kann. Ich kann von mir aus aber nur sagen, das wäre für mich die ultimative Lösung, die ich mir noch gewünscht hätte. Aber vielleicht dann bei der Ultimate Gen 3. Man muss hier auch noch was offen lassen, wa? Dann haben wir natürlich auch wieder Dip-Tube-Control mit dabei. Das heißt, wir können das Tauchrohr ausziehen, beziehungsweise man kann eine kurze Variante oder eine lange Variante benutzen, aber ohne da irgendwas zu schrauben. Einfach mit mehreren Stufen an dem Tauchrohr ausziehen und dann kann man sich das so lang einstellen oder kurz einstellen, wie man das eben möchte und wie das einem persönlich gefällt. Ich muss sagen, ich mag es meistens eher relativ kurz. Wo ich es aber tatsächlich sehr oft benutze, ist, wenn ich Wasser in die Bowl fülle und dann merke so, ah Scheiße, da fehlt jetzt noch 1 Zentimeter an Wasser, anstatt dann irgendwie noch mal Wasser rein und noch mal einen Schluck raus und wieder einen Schluck rein und dieses hin und her, ziehe ich dann einfach das Tauchrohr ein kleines bisschen aus und tada, der Wasserstand ist auf einmal doch perfekt und dann ist mein Tauchrohr halt eben mal 1 Zentimeter kürzer oder länger, je nachdem, wie ich es gerade brauche. Das ist schon praktisch. Und was wir natürlich auch wieder mit dabei haben, auch bei dem Upgrade, ist das Airflow Control System. Ein fancy Name, um den Durchzug einzustellen. Man kann den Schlauchanschluss einfach von außen easy an dieser geriffelten Stelle hier greifen, drehen und somit einstellen, wie gut der Durchzug ist. Das geht bei der Vierschlauch-Variante von sehr offen bis komplett geschlossen, was den großen Vorteil hat, selbst wenn das System mal nicht dicht sein sollte. Könnt ihr die Anschlüsse, an denen keiner raucht, einfach komplett zudrehen und dann kann kein Rauch rauskommen. Bei der Einschlauchvariante bleibt in der Mitte immer ein kleines Stückchen offen und den Durchzug dazu seht ihr dann auch später nochmal. Das ist zum Beispiel eine sehr geile Option, wenn ihr gerne einen Mehrlochkopf raucht und euch eigentlich der Durchzug auf einer Stimulation zu gut war. Dann dreht ihr an dem Schlauchanschluss, bis der Durchzug maximal gekillt ist und dann ist das angenehm für einen Mehrlochkopf. Wenn ihr dann wieder einen Funnel in einem gottlosen Overpack raucht, und der ordentlich Durchzug braucht, weil der Kopf schon so viel kostet, dann dreht ihr da einfach wieder auf und ihr habt keinen Durchzug. Easy. Also das, an jeder Stimulation finde ich das extrem geil. Und da muss ich leider einmal kurz über die Konkurrenz sprechen. Das System von Aeon mit dem magnetischen Kugelverschieben ist da einfach nicht so komfortabel. Erstens, du kannst bei der Aeon nur einmal an der Pfeife einstellen und das ist für alle Leute gleich. Bei der Stimulation kann sich Kollege Schnürschuh an Adapter 1 denken, nee, ich will da ordentlich dran ziehen müssen. Und gietet das Ding einfach fast komplett zu. Und der andere sagt, Bruder, wir brauchen auf jeden Fall maximalen Durchzug. Und dann packt er das Teil komplett auf offen. Und beide sind happy, wenn sie an derselben Pfeife rauchen. Und das ist genial. Und es funktioniert easy. Und wenn du den Schlauchanschluss abmachst, kannst du easy gucken, ob das auch so eingestellt ist, wie du möchtest. Du hast aber außerdem an der Base noch eine kleine Markierung und eine kleine Markierung an dem Schlauchanschluss. Und wenn die übereinander liegen, dann ist der Durchzug auf Maximum. Und das ist, finde ich, ihr könnt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, für mich die perfekte Lösung, um den Durchzug einzustellen. Jeder kann es individuell an der Pfeife einstellen, wie er es möchte. Und zwei Leute können völlig unterschiedlich rauchen, sind aber beide happy, wenn sie an dieser Pfeife hängen. Und wenn du an der alleine hängst, hast du es auch immer genau so, egal ob du gerade einen Funnel auf einem gottlosen Overpack rauchst oder einen unglaublich fluffigen Mehrlochkopf ohne Kontakt. Du kannst es immer einstellen, dass es für dich richtig ist. Wunderbar. Freunde, zwischendrin nochmal ein kleiner Aufruf. Falls euch die Videos hier gefallen und ihr die ganze Arbeit wertschätzt, die diese Videos kosten, dann würde ich mich riesig drüber freuen, wenn ihr mir kostenlos ein kleines bisschen Support da lasst, indem ihr einfach auf den Daumen nach oben klickt oder vielleicht sogar ein Abo da lasst, wenn ihr noch mehr Shisha-Content von mir sehen wollt. Ein dickes Dankeschön an jeden, der da hilft. Was natürlich auch wieder mit an Bord ist und unglaublich wichtig ist, ist das Perch Pro System. Bei Vierschlauchpfeifen ist es ja in der Regel so, wenn mehrere Leute an einer Pfeife rauchen wollen, aber ihr natürlich keine Luft durch die anderen Schläuche ziehen wollt, dann muss da ja irgendeine Art von Kugelsystem mit drin sein. Aber dieses Kugelsystem hat zwei krasse Nachteile. Nachteil Nummer 1 ist, man verliert immer ein bisschen Durchzug. Eine Einschlauchpfeife zu bauen mit gutem Durchzug, relativ easy. Eine Vierschlauchpfeife zu bauen mit relativ gutem Durchzug, schon ein bisschen schwieriger. Eine Vierschlauchpfeife zu bauen, bei der alle entlüften können, aber der Durchzug noch gut ist, das ist wahrscheinlich die Königsklasse an Engineering. Und das soll das Perch Pro System bringen und auch hier in der neuen Variante, in dem Facelift-Modell von der Ultimate, eben auch wieder mit dabei. Heißt, wenn ihr mit euren Freunden euch die Vierschlauch-Variante holt und raucht, könnt ihr an jedem Schlauchanschluss rauchen, aber auch entlüften.
Entlüften ist, ne, wenn ich hier einen Zug nehme und direkt wieder reinpuste. Das da. Und das könnt ihr eben hier an jedem Schlauchanschluss machen. Und das in eine Vierschlauchpfeife zu bauen, ist unglaublich komplex. Um es einfach auszudrücken, braucht man immer ein doppeltes Rückschlagventil. Sprich, ihr müsst reinpusten können, aber wenn jemand anderes zieht, darf dadurch keine Luft gezogen werden, weil ansonsten kriegt der Kollege Luft ab. Und das wollt ihr ja nicht. Ihr wollt ja Rauch und Geschmack haben. Also wäre Luft ziemlich scheiße in dem Fall. Und diesen Zwiespalt zu halten zwischen, es muss so einfach funktionieren, dass euch der Rauch nicht aus Schlauchanschlüssen kommt, dass ihr trotzdem leicht entlüften könnt, aber beim Ziehen auch immer eine komplett dichte Pfeife habt, das arbeitet gegeneinander. Und da genau die perfekte Mitte zu treffen, ist unglaublich schwierig. Und das hat man bei vielen Pfeifen in der Vergangenheit gesehen. Und die Ultimate und auch jetzt Ultimate Facelift Gen 2, wie auch immer, ist die beste Pfeife in dieser Kategorie. Und das ist einfach saustark. Und das funktioniert bei der Ultimate Gen 2, so wie ich es getestet habe. Ich habe sie auch ein paar Mal mit Leuten zusammengeraucht. Funktioniert das wirklich gut und es funktioniert am besten von allen Pfeifen, die dieses Feature haben. Und das ist krass. Dann habe ich euch hier noch ein paar Sachen hingelegt, die auch noch zusätzliche Feature von Stimulation sind, die erstmal nicht dabei sind, die ihr aber nachrüsten könnt, wenn ihr das möchtet. Zum Beispiel haben wir angefangen mit einem Sleeve-System und dem X-Blow-Off-Set hier noch die Möglichkeit, bis zu 32 Blow-Offs nachzurüsten. Das heißt, wenn ihr absolute Durchzugsfanatiker seid, dann könnt ihr euch noch das X-Blow-Off-Set Plus dazu kaufen und dann habt ihr massenhaft Blow-Offs am Start. Also ich wüsste nicht, wie viel mehr Blow-Offs eine Pfeife noch haben können, sollte, brauchen oder so. Die hat's. Es gibt aber auch Feature, die nicht nur gut aussehen, sondern auch extrem krassen Nutzen mit sich bringen. Und das sind diese zwei Sachen hier. Einmal der Cooling Control Adapter oder der Cooling Diffusor. Beide machen am Ende dasselbe. In dem Moment, wo ihr in euren Kopf pustet, also so, kommt ein bisschen kühle Luft in den Kopf, was dafür sorgt, dass der Kopf ein kleines bisschen abkühlt. Sprich, wenn der Kopf ein bisschen zu heiß ist, kann euch das den Arsch retten. Das funktioniert aber leider bei normalen Pfeifen nur durch kurze, viele Stöße, weil dann natürlich das Wasser im Weg steht und keine neue Luft mehr durch das Tauchrohr in den Kopf kommen kann. Hat sich Stimulation gedacht, das ist aber doof. Das wäre ja besser, wenn das dauerhaft funktioniert. Und deswegen gibt es den Cooling Adapter und den Cooling Diffusor. Und die lenken die Luft gezielt dauerhaft ein kleines bisschen durch den Kopf. Wie viel kann man einstellen? Und jetzt kommen wir zu dem Unterschied zwischen den beiden. Den Cooling Diffusor musst du aufmachen und die Kugelkonstellation da drin ändern, um einzustellen, wie viel Luft nach oben kommen soll. Der Vorteil vom Cooling Diffusor ist, man sieht ihn nicht. Der hängt halt in der Bowl mit drin. Der Vorteil vom Cooling Adapter ist, du kannst das on the fly umstellen. Das heißt, wenn gerade dein Kopf ein bisschen zu heiß ist, drehst du den auf, pustest ein paar Mal, bis er gekühlt ist, drehst den wieder zu und er hat keine Funktion mehr. Aber der Nachteil ist, er sitzt halt hier oben auf der Base, beziehungsweise wenn wir ihn hier montieren würden, würde der hier oben drauf sitzen. Und das heißt, du siehst ihn natürlich und vielleicht finden ihn manche Leute nicht so schön. Das sind die zwei Optionen, die ihr habt. Welche ihr davon möchtet, steht euch offen, gibt es beides zu kaufen. Und dann kommen wir zu den Plus-Sets, die es für beide Pfeifen gibt, in leicht anderen Konstellationen. Für die Vierschlauch-Variante kostet das Upgrade-Kit 50 Euro und für die Einschlauch-Variante kostet das Upgrade-Kit 30 Euro. Das hat auch gute Gründe, weil der Lieferumfang von beiden ist leicht unterschiedlich. Bei beiden mit dabei haben wir dieses kleine Teil hier. Und dieses Teil ist ein alternativer Schliffanschluss, der hier unter dem Teller sitzt. Und wie ihr seht, habe ich den auch gerade montiert. Und das Teil soll eine kleine Art Revolution für die Molassefänger sein. Und er hat viele Vorteile. Der hat aber auch einen entscheidenden Nachteil. Und zwar ist das Geile an diesem Molassefänger, dass der durchsichtig ist. Das heißt, du hast hier nichts in der Mitte, was den Airflow, also euren Durchzug, zerstören würde. Auf der anderen Seite heißt das aber auch, dass Tabakblätter einfach durchfallen können. In meiner Nutzung und in meiner Erfahrung kann ich sagen, das Teil hilft, das Teil ist aber kein ultimativer Schutz dafür, dass eure Bowl irgendwann dreckig wird. Das heißt, er verbessert es und eure Bowl bleibt länger sauber. Aber Tabak kann durchfallen, der Tabak hat dann wieder Molasse, die Molasse sifft ins Wasser und das Wasser sieht irgendwann scheiße aus. Aber er verlangsamt auf jeden Fall die Verschmutzung von eurer Bowl. Und gerade wenn ihr zum Beispiel oft Funnel raucht, kann das extrem krasse Unterschiede mit sich bringen. Sprich, wenn ihr ohne dieses Teil raucht, sieht eure Bowl vielleicht nach zwei Köpfen schon scheiße aus. Und wenn ihr mit diesem Ding raucht, dann sieht eure Bowl vielleicht erst nach fünf Köpfen scheiße aus. Kann also den Unterschied machen zwischen, meine Bowl sieht den ganzen Tag schön aus oder meine Bowl sieht nach ein, zwei Köpfen schon scheiße aus und eigentlich würde ich jetzt schon gerne das Wasser wechseln, weil es langsam ein bisschen peinlich wird mit dem Aromawasser. Bei Funnel funktioniert er besser, weil in einem Funnel durch die Bauart natürlich weniger Tabak nach unten fällt. In einem Meerloch bringt er deutlich weniger als bei einem Funnel, ist aber trotzdem immer noch besser als ohne zu rauchen und durch seine Bauweise kostet er halt kaum Durchzug. Das heißt, eigentlich
hat er nur Vorteile. Er schafft aber auch nicht ultimativ das Problem ab von Tabak und Molasse können in meine Bowl fallen. Das heißt, irgendwie ist dieses Ding so ein kleines Mittelstück zwischen ohne Molassefänger rauchen und mit Molassefänger rauchen, sitzt der halt, wie gesagt, so ein bisschen in der Mitte. Er verbessert das Ganze, aber er schafft das Problem nicht ultimativ ab. Da er aber keinen Durchzug kostet, hatte ich ihn immer montiert. Was auch in beiden Plus-Sets enthalten ist, ist dieses kleine Teil, was ihr hier oben auf der Rauchsäule seht. Und das ist der sogenannte Blow-Off-Adapter. Die Base von der Ultimate Gen 2 hat sich ein kleines bisschen verändert. Die Bohrungen, die oben für den Blow-Off sind, haben eine leicht andere Optik. Die muss gegeben sein, um diesen Blow-Off-Adapter hier zu benutzen. Das heißt, der Blow-Off-Adapter funktioniert auch nur auf der zweiten Generation von der Ultimate One und von der Ultimate. Den Molassefänger hingegen könnt ihr theoretisch auf jeder einzelnen Pfeife benutzen, die oben einen 18/8er Schliff hat. Und der soll auch noch einzeln kommen, das heißt nicht nur in den Plus-Sets, sondern auch einzeln. Sprich, wenn ihr den ultra geil findet und ihr wollt ihn auf irgendeiner anderen Pfeife benutzen, werdet ihr das in Zukunft können. Und dieser Blow-Off-Adapter sorgt eigentlich nur dafür, dass der Blow-Off, der normal ja einfach von der Base nach oben geht, noch ein bisschen gebündelter kommt und wir können das Ganze auch noch stufenlos umstellen. Das heißt, jegliche Kombination von der Rauch kommt hier aus den seitlichen Löchern oder der Rauch geht hier nach oben an der Rauchsäule entlang und bricht am Teller. Können wir machen. Ich zeige euch das mal kurz, aber wir kommen dann eh noch mal genauer zum Blow-Off. Und das funktioniert ziemlich gut. Der wird von einem O-Ring, den ihr vorher auf die Rauchsäule schraubt, dann unten an die Base gedrückt und so funktioniert das Ganze. Der lässt sich easy drehen, der funktioniert und ich sage euch ehrlich, in meiner persönlichen Benutzung von der Ultimate One Gen 2 und von der Ultimate Gen 2 habe ich keinen anderen Blow-Off mehr gemacht. Ich habe nie das X-Blow-Off-Set montiert. Es funktioniert. Aber ich habe es nie, ich wollte es nie, ich habe es nie gebraucht. Also die zwei Blow-Offs, beziehungsweise drei und stufenlos verstellbaren Möglichkeiten, die wir mit dem Blow-Off-Adapter haben, die haben mir gereicht. Das passt. Dann haben wir noch dieses kleine Teil hier in dem Plus-Set mit drin und das ist ein Gewindeadapter. Die Stimulation hat natürlich oben wieder ganz normal einen 18/8er Schliff. Das heißt, ihr könnt hier einfach den Kohleteller abnehmen, könnt damit in die Küche laufen und könnt den sauber machen. Übrigens, nicht wundern, der Kohleteller ist kleiner. Ich finde nämlich den normalen Kohleteller ein bisschen zu groß und habe deshalb den von der Prime montiert. Aber das heißt, ihr könnt jetzt zum Beispiel auch den Teller mit dem Molassefänger wieder auf der Prime benutzen. Ihr habt einen normalen Schliff oben, aber wenn ihr den Gewindeadapter einfach unten in euren Kopfadapter oder in den Molassefänger packt, könnt ihr das Ganze noch verschrauben, sodass der Teller nicht mehr einfach hier mit einem 18/8er Schliff abgeht. Für Bars ist das maybe interessant, dass sie die Pfeifen nicht rumtragen müssen. Ich persönlich habe es daheim jetzt nie benutzt. Ich habe es einmal getestet, es funktioniert. Ich bin trotzdem der Meinung, man sollte Pfeifen niemals hier tragen oder gar am Teller tragen. Also ist der für mich relativ nutzlos, aber er ist dabei und wenn es jemand möchte, dann ist es verfügbar. Und die Möglichkeiten zu haben, wenn es jemand braucht, ist halt geil. Und dann seht ihr vielleicht schon, dass die Schlauchanschlüsse ein bisschen anders sind. Und ich muss sagen, das hier ist der perfekte Schlauchanschluss. Das ist ultra nice. Die sind kleiner geworden und die sitzen jetzt tiefer im Anschluss drin. Was bedeutet, wenn ihr hier einen Schlauch drauf habt, verschwindet der Schlauch mit in dem Schlauchanschluss und es guckt kein globiges Teil mehr raus. Außerdem hat er oben einen ganz leichten Dichtungsring, der kaum merkbar ist, wenn ihr den Schlauchanschluss einführt. Ihr könnt aber nochmal so ein kleines Stückchen nachdrücken. Und das fühlt sich so faszinierend an, wie dicht und wertig sich das Ganze anfühlt. Also, es ist irgendwie dumm, über diesen Schlauchanschluss so Lobeshymnen zu verdienen, aber das hier ist der beste Schlauchanschluss, den ich jemals an einer Pfeife hatte. Punkt. Und dieser Schlauchanschluss ist einmal bei einer Pfeife dabei. Egal, ob ihr euch die One kauft, da braucht ihr nur einen, oder euch die Vierschlauch-Variante kauft, da bräuchtet ihr ja eigentlich mehr. Und wenn ihr euch das Plus-Set für die Vierschlauch-Variante holt, kriegt ihr noch dreimal diesen Schlauchanschluss mit dazu. Das heißt, dann habt ihr auch an jedem Gegenstück ein Endstück. Und um nochmal auf die Upgrade-Kits zurückzukommen, der Gewindeadapter ist bei beiden dabei, der Molassefänger ist bei beiden dabei und auch der Blow-Off-Adapter ist bei beiden dabei. Der Unterschied ist, hier sind noch mehrere Schlauchanschlüsse, weil für die Vierschlauch-Variante bräuchtest du natürlich mehrere Schlauchanschlüsse. Und wenn du das Ganze in dem Set kaufst, dann ist das Ganze natürlich deutlich günstiger, als wenn du dir drei einzelne Schlauchanschlüsse holst, den Blow-Off-Adapter holst, den Gewindeadapter holst und noch den Molassefänger holst. Da hast du alles in einem Set und dann ist das gut so. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich sagen muss, so ja, die Pfeife kostet theoretisch dasselbe, aber wenn du wirklich alle Vorteile von den Neuerungen nutzen möchtest und der Blow-Off-Adapter geht ja zum Beispiel nur bei den neuen, weil wie gesagt die Öffnungen oben an der Base anders sind, dann musst du eben nochmal bei der Vierschlauch-Variante 50 € oben drauflegen oder bei der Einschlauch-Variante 30 € oben drauflegen.
Das ist natürlich schön getrickst, sagen zu können, die Pfeifen kosten genauso viel wie vorher. Aber wenn du alle Feature haben möchtest, dann kostet sie eben doch 50 € oder 30 € mehr. Natürlich hast du die Wahl und den Kunden die Wahl zu geben, ist immer die bessere Alternative, als sie einfach zu zwingen, mehr Geld auszugeben. Aber wenn du alle Feature möchtest, ist die Pfeife schon teurer geworden. Wisst ihr? So, und damit haben wir alle Feature durch, die die Pfeifen mit sich bringen. Und jetzt können wir zu unseren normalen Review-Punkten kommen. Angefangen mit Qualität, Verarbeitung und Materialien. Und wie immer bei einer Simulation können wir das wieder geisteskrank schnell durchmachen. Die ist made in Germany. Ich war selbst im Werk. Ich habe gesehen, wie Simulation-Pfeifen in Deutschland produziert. Ich kann die Hand für ins Feuer legen. Die Gewinde laufen wie Butter. Das 360-Grad-Klicksystem funktioniert unglaublich gut. Du hast nirgendwo scharfe Kanten. Also die Gewinde sind ein bisschen scharf, das ist aber normal. Aber so an normalen Stellen, du hast nirgendwo das Gefühl, dass du dich irgendwo hier dran schneiden könntest. Das fühlt sich samtig weich an. Das sieht unglaublich gut aus. Und ich könnte jetzt noch ungefähr 15 Minuten davon schwärmen, wie geil diese Pfeife verarbeitet ist. Das ist top. Verarbeitung, top. Materialien, top. Ist wunderbar. 1A mit Sternchen und Pluspunkt und Extra-Sticker und überhaupt. Ist wunderbar. Man kann fast sagen, dass es eigentlich viel zu gut für eine Shisha ist. Also keine Shisha müsste so gut verarbeitet sein, um ordentlich zu funktionieren und um jahrelang zu halten. Aber sie ist es. Und es ist auch irgendwie geil. Vielleicht für manche nicht, für mich schon. Das Einzige, was an der Pfeife, by the way, nicht made in Germany ist, ist das Glas. Ist trotzdem gut verarbeitet. Hier und da mal ein klitzekleines Bläschen, aber die Beschichtung hält bei mir gut. Ich habe keine Riesenblasen da drin. Es sieht alles tipptopp aus. Bin ich unglaublich zufrieden mit. Und die Bowl gibt es übrigens noch in 8 verschiedenen neuen Farben. Ich habe einmal hier das Emerald Green und einmal hier noch Amber. Und das ist eine Farbe, die es tatsächlich schon mal gab. Ich glaube bei der Mini, aber in glänzend und jetzt hier in matt. Und es wirkt viel, viel edler und sieht auch sehr, sehr schön aus. Aber mein absoluter Favorit ist dieses Grün hier. Das ist wie so ein British Racing Green. Und ich finde es unglaublich nice. Aber wie immer, die Farben sind sowieso Geschmackssache. Ich blende euch auch an der Stelle nochmal die anderen Farben ein. Könnt ihr euch ja selbst überlegen, ob ihr die geil findet oder ob ihr andere Farben schöner findet. Aber ich finde das Grün Bombe. Und dann können wir als nächstes zur Optik und Design kommen. Wir haben nur kleinere Veränderungen. Das heißt, die Kanten, die hier überall eingearbeitet sind, die sind ein bisschen markanter geworden. Wir haben ein etwas markanteres Rauchsäulendesign. Wir haben ein etwas markanteres Design beim Tauchrohr. Die Rauchsäule hat aber tatsächlich nicht mehr diese Aussparung, wo zum Beispiel bei der One dann Ultimate One drauf stand. Das heißt, da auch noch mal ein kleiner Unterschied. Aber alles in allem kleine Veränderungen. Bei genauerem Hinsehen erkennt man, das ist eine neue. Auf den ersten Blick erkennt man vielleicht nicht direkt, ob es jetzt eine Ultimate oder eine Ultimate in der Facelift-Variante ist. Aber vielleicht soll es genau so sein. Wenn du mein Auto von hinten siehst, würdest du vielleicht auch nicht direkt erkennen, ob es ein Facelift ist. Aber dann guckst du dir ein paar Stellen genauer an und dann ist dir ziemlich schnell klar, das ist ein Facelift. Und so sollte das wohl bei einem Facelift sein. Kleine Veränderungen, da wo sie nötig sind. Bei genauerem Hinsehen siehst du, das ist eine neue. Aber im Grunde erkennt auch jeder, das ist eine Simulation Ultimate. Und was bei Optik und Design natürlich noch mal kurz erwähnt werden muss, ist die krasse Anpassbarkeit von dieser Pfeife. Du kannst sie komplett clean rauchen, so wie ich das hier gerade mache, einfach mit der Edelstahl-Rauchsäule auf der Standard-Bowl. Du kannst aber auch das X-Blow-Offset da drauf packen, hast 32 verschiedene Blow-Offs, hast die Auswahl aus zig verschiedenen Sleeves und sogar Drittanbieter-Sleeves, wie zum Beispiel hier die Rose, die gibt es jetzt leider nicht mehr, aber es gibt zum Beispiel 3D-gedruckte Sleeves, die du dann noch für deine Simulations kaufen kannst und so weiter. Das heißt, wie die Pfeife bei dir aussieht, kannst du krass anpassen. Ob du eine Steckbowl nimmst, eine große, eine kleine, geht beides, weil wir das Tauchrohr verstellen können. Ob du da einen Carbon-Sleeve drauf machst oder einen Epoxy-Sleeve, wie bei mir hier, kannst du dir aussuchen. Oder wenn dir das alles viel zu viel ist, dann lässt du sie einfach so simpel und clean, wie sie kommt, so wie sie jetzt bei mir hier steht. Und das ist schon was sehr, sehr Nices. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, sind die Blow-Offs. Da blende ich euch erstmal noch einen kleinen Clip ein von dem X-Blow-Off. Und da seht ihr jetzt, da kann man die beiden Adapter verstellen. Wir haben 4 verschiedene Einstellungen, beziehungsweise eine davon ist aus, an jedem Blow-Off-Adapter. Und wir können an dem Teller nochmal den Blow-Off an- oder auch ausmachen. Und das sorgt eben dafür, dass wir 4x4x2 Möglichkeiten haben, wie wir die Blow-Offs einstellen können. Oder wenn ihr den X-Blow-Off nicht haben wollt, dann könntet ihr den Blow-Off-Adapter entweder einzeln oder in dem Upgrade Plus Extra Kit kaufen. Und dann habt ihr eben hier die 2 Blow-Offs bzw. 3, weil stufenlos verstellbar und die Mitte und alles dazwischen geht auch. Also basically unendlich. Und wie gesagt, ich hatte immer nur dieses Ding montiert, weil es mir absolut reicht von den Blow-Offs und ich finde die einfach wunderschön. Man kann sogar anhand von der Position sehen,
wie der Blow-Off aussehen wird. Wenn ihr nämlich die Löcher parallel zu dem Schlauchanschluss packt, dann geht der Blow-Off nach oben. Das heißt, so wie ich ihn jetzt eingestellt habe, müsste der Blow-Off nur nach oben gehen. Und bei der Vierschlauch-Variante funktioniert es noch besser, weil wenn ihr dann den Blow-Off genau zwischen die zwei Schlauchadapter legt, dann geht er zur Seite. Das ist bei der Einschlauch-Variante ein bisschen schwieriger. Du musst aber einfach nur gucken, wo sind die zwei Löcher und machst praktisch den Schlauchanschluss genau in der Mitte von den zwei Löchern, die dann eben nach außen weggehen. Und dann geht der Blow-Off nur zur Seite weg. Das heißt, ohne viel Arbeit kann ich den trotzdem genauso einstellen, wie ich das haben möchte. Gut mitgedacht, dass das immer passend ist. Aber du könntest natürlich auch irgendwo die Mitte nehmen und dann hast du ein bisschen von beidem. Oder du kannst mehr nach oben, bisschen zur Seite, bisschen nach oben, mehr zur Seite, wie du das eben möchtest. Also, die drei Einstellungen haben mir gereicht. Ich finde sie schön. Blow-Off sieht gut aus. Wer mehr möchte, der kann sich das X-Blow-Off Plus Set kaufen. Und dann kommen wir zum nächsten Review-Punkt und das ist das Rauchverhalten. Für mich das wichtigste Thema, wenn wir über eine Pfeife reden, weil wenn das Rauchverhalten scheiße ist, dann kann der Rest bei der Pfeife so gut sein, wie er will. Dann habe ich trotzdem keinen Bock, die Pfeife zu rauchen. Und das Erste, was wir uns da angucken, ist der Durchzug. Der ist wie gesagt einstellbar, aber ich habe es trotzdem mal für euch nachgemessen. Wir haben natürlich eine Besonderheit. Wir haben erstmal kein Zubehör dran. Das heißt, ich mache auch hier noch den Diffusor einmal ab. Oh. Wir müssen 6 Szenarien durchprobieren. Und zwar haben wir als Variable, also wir haben 2 Pfeifen natürlich, einmal die Stimulation Ultimate und einmal die Ultimate One. Jeweils einmal mit Diffusor, ohne Diffusor, mit Molassefänger und ohne Molassefänger. Das sind die Sachen, die wir testen müssen. Wir fangen an mit der Ultimate, ohne Diffusor, ohne Molassefänger. Einmal nullen über den Hold-Button und dann können wir anschließen. Und dann sehen wir als Wert genau die angegebenen 400. Und dann können wir das eben hier einstellen. Jetzt seht ihr schon, der Wert geht auf 500 hoch. Und so kann man das eben bei einer Simulation einstellen. Bis zu, komplett zu. Error. Für Test Nummer 2 machen wir den Diffusor wieder dran. Und da sehen wir, der verändert so gut wie gar nichts, wenn überhaupt noch ein bisschen den Airflow optimiert. Für den nächsten Test schnappen wir uns hier einmal einen Teller, an dem ich den Molassefänger schon angebaut habe. Was haben wir jetzt? Ja, also ohne haben wir 93 und mit haben wir 1-2 Pascal mehr, aber das ist so gut wie nix. Dann dasselbe Spiel, jetzt nochmal an der Einschlauchvariante. An der sind wir gerade auch nackig. Das heißt, wir haben keinen Diffusor dran und wir haben keinen Molassefänger dran. Und dann sind wir mit ganz offen bei 187, sowas in dem Dreh. Also sehr schön offen. Die Besonderheit bei der One ist, man kann das zwar hier zudrehen, aber nicht ganz zu. Das heißt, der minimale Durchzug, den man mit der One bekommen kann, ist 860. Ja, also für einen Mehrloch ist das ziemlich nice. 185 ziemlich konstant. Dann jetzt einmal den Teller mit Molassefänger drauf. 3 Pascal ändert der Molassefänger, das ist so gut wie nichts. Dann bauen wir noch den Diffusor einmal an. Auch wieder etwas besser als ohne Diffusor. Das ist krass. Und damit ihr das Ganze jetzt noch ein bisschen besser zuordnen könnt, zeige ich euch noch mal ein paar Tabellen, wo ihr dann ein paar Vergleichswerte seht, wie gut das Ganze ist. Erstmal ein kleiner Überblick. Ist das Ganze extrem leicht, sehr leicht oder schwergängig? Und danach noch mal eine kleine Vergleichstabelle, wo ihr noch mal ein paar andere Pfeifen in der Messung mit drin habt, damit ihr vielleicht wisst, ah, okay, die Breeze 2, die ist so und so und die Ultimate One, die ist jetzt so und so. Und dann könnt ihr das vielleicht besser vergleichen, wenn ihr beides schon mal kennt. Je höher der Pascal-Wert, umso schwerer ist der Durchzug. Also umso mehr Widerstand hat die Pfeife, umso schlechter wird der Durchzug. Oder umso niedriger der Pascal-Wert ist, umso weniger Widerstand hast du, also umso besser wird der Durchzug. Da man das Ganze aber einstellen kann, ist das relativ schnell beseitigt. Wie gesagt, bei Vierschlauchvarianten muss eben was dazwischen sein. Vor allem bei Vierschlauchpfeifen, die entlüften können an jedem Schlauchanschluss. Ohne dass man irgendwas umstellen muss, ist das Ganze besonders schwer. 400 Pascal Widerstand ist nicht so offen wie eine Einschlauchvariante. Es geht aber auch nicht genauso krass bei einer Vierschlauchvariante. Und für eine Vierschlauchvariante, bei der jeder entlüften kann, sind 400 Pascal ein absoluter Topwert und immer noch ein guter Durchzug. Kein überragender Durchzug. Wenn ihr absolute Durchzugsfanatiker seid, dann müsst ihr zu einer Einschlauchpfeife greifen, weil wir da nicht die Limitierungen haben. Und wenn ihr eine Vierschlauchpfeife wollt und wenn ihr entlüften können wollt an jedem Schlauchanschluss, dann ist das hier eure beste Wahl, sowohl vom Durchzug als auch von der Dichtigkeit. Das Entlüften geht übrigens sehr, sehr easy bei der Einschlauchvariante. Bei der Vierschlauchvariante merkt man schon den Widerstand. Das ist halt dieses doppelte Rückschlagventil, von dem ich vorhin gesprochen habe. Da ist halt ein bisschen mehr dazwischen und das muss man überwinden und dazu muss man ein bisschen mehr Kraft aufwenden. Ich fand es nicht nervig schwer.
Es ist aber leichter, definitiv angenehmer. Aber wenn man das möchte, ist das nun mal einfach der Preis, den man bezahlen muss. Müsst ihr euch überlegen. Für mich persönlich sind es sowieso immer Einschlauchpfeifen. Aber es gibt genug Leute, die wollen gerne mit einer Vierschlauch rauchen. Und als der René letztens bei mir war, Grüße gehen raus an Hookafiziert, haben wir uns die auch tatsächlich mal wieder zusammen angemacht. Und ich muss sagen, so ein bisschen Nostalgie kam schon hoch, zusammen an einer Pfeife zu rauchen. Und es war auch irgendwo was Cooles, zu wissen, dass wir gerade genau dasselbe rauchen. Weil selbst wenn sich zwei Leute den gleichen Kopf mit dem gleichen Tabak bauen, bauen die Leute vielleicht ein bisschen unterschiedlich, rauchen unterschiedlich, dadurch schmeckt es ein bisschen unterschiedlich, natürlich nicht wie zwei komplett unterschiedliche Tabaksorten. Just saying, es war schon irgendwie cool zu wissen, dass René genau dasselbe raucht wie das, was ich gerade rauche, weil es halt literally derselbe Kopf ist. Hat schon was. Und wenn Stimulation jetzt nach und nach diese ganzen Nachteile immer mehr ausmerzt, dann stellt man sich natürlich irgendwann die Frage, warum denn nicht auch mal als Hardcore-Enthusiast, pipapo, eine Vierschlauch mit einem Kollegen rauchen. War schon nice. Und dann kommen wir noch zum Fazit, Freunde. Die Pfeife hatte sehr wenig Probleme. Und das größte Problem für mich ist, wie gesagt, das mit dem Anschluss, dass ich nicht einfach die Pfeife direkt nehmen kann, auf eine Steckboy packen kann. Das hat Stimulation leider nicht gelöst. Trotzdem sind coole Neuerungen dazugekommen. Der Molassefänger, der extrem cool ist. Die Schlauchanschlüsse in Perfektion, meiner Meinung nach. Der neue Blow-Off-Adapter, der das Ganze ein bisschen verbessert. Das sind schon coole Kleinigkeiten, die für mich aber niemals ein Upgrade rechtfertigen würden, falls ihr eine relativ neue Stimulation-Pfeife habt. Falls ihr sowieso gerade auf der Suche nach einer Vierschlauchpfeife seid, ist das ein No-Brainer zu sagen, nimm die Stimulation. Falls ihr ein Made-in-Germany-Meisterwerk à la Einschlauchpfeife haben wollt, dann kann ich euch auch die Stimulation Ultimate One Gen 2 direkt ans Herz legen. Sprich, für alle, die sowieso schon mit dem Gedanken gespielt haben, sich eine Stimulation zu kaufen, ist der Zeitpunkt jetzt nur noch viel besser geworden. Für alle, die sowieso schon wussten, dass es nichts für sie ist, wird die Stimulation Ultimate Gen 2 aber auch nichts dran ändern. Das heißt, die Empfehlung, die ich damals für die Ultimate oder auch die Ultimate One ausgesprochen habe, wird jetzt nur erneuert. Die Frage ist, überzeugt die Pfeife auch Leute, die vielleicht vorher keine Stimulation haben wollten? Da kommt ihr aber ins Spiel und könnt mir sehr gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr zu dem Gerät sagt. Das waren meine Gedanken zu der Stimulation Ultimate Gen 2 und auch zu der Ultimate One Gen 2. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare. Bin gespannt, was ihr sagt. Und dann bis zum nächsten Mal. Peace.